Was Kunden, meine Damen und Herren, in Deutschland am meisten stört, das sind lange Schlangen, Warteschlangen an Kassen. Und damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest kann man ab heute bei Saturn in Hamburg bezahlen, direkt, wenn man die Ware aus dem Regal nimmt. Also mit Kreditkarte oder mit PayPal und später dann auch über die verschiedenen Möglichkeiten mit dem Smartphone. Das ist sicherlich irgendwo lobenswert, erstrebenswert, auch einer gewissen Logik folgend. Jetzt hoffe ich nur, dass diese Läden sich irgendwie absprechen, dass sie sich dann auch einigen auf eine gewisse App dann auf dem Smartphone, weil ich habe wirklich keine Lust, für jeden Gurkenladen eine eigene App auf dem Smartphone zu haben. Der deutsche Aktienmarkt, der hat heute zur Wochenmitte auch so ein bisschen Luft wieder abgelassen, weiter abgelassen. Ich habe mit Händlern gesprochen, die haben gesagt, ja, es sind mehrere Themen. Zum einen das Thema Brexit. Man spricht da jetzt seit gestern die nächsten 5 Tage in London über dieses Thema und da geht es also richtig hoch her, jeden Tag mindestens 8 Stunden, fast Open End. Und dann, ja, das Thema Handelsstreit USA, China, da hatte Donald Trump ja relativ schnell herausposaunt oder trompetet, dass man sich geeinigt hätte. Und ja, viele Experten, viele Anleger sagen, ja, was ist eigentlich die Einigung? Wir glauben das nicht so ganz. Deswegen aus der anfänglichen Euphorie zu Wochenbeginn wird jetzt ein bisschen Ernüchterung, also zurück auf Anfang. Das ist dann auch irgendwie logisch, dass sich die Anleger heute das Devisenpaar Euro-US-Dollar etwas genauer angeschaut haben. Und ein Händler hat mir gesagt, die Anleger haben das relativ geschickt gemacht. Sie haben nämlich Puts heute Morgen verkauft, dort, wo Euro zum US-Dollar im Tief stand. Und dann sind wir ein bisschen gestiegen. Und dann sind auch die Anleger wieder eingestiegen und haben erneut Puts gekauft. Also so rein und raus. Und das, wie gesagt, offensichtlich relativ geschickt, vielleicht sogar erfolgreich. Dann hatten Technologietitel gestern einen relativ schwarzen Tag erwischt. Wir hatten Nasdaq 100 gesehen mit einem Minus von fast 4%, also einen regelrechten Ausverkauf, könnte man sagen, viel zu viel. So interpretiere ich das, was die Anleger, die Derivatanleger hier in Stuttgart veranstaltet haben. Die sind nämlich heute schon wieder eingestiegen in Calls auf diesen amerikanischen Index, den Nasdaq 100. Ja, und vor einigen Wochen waren Anleger einer Empfehlung gefolgt, einer Empfehlung auf Evotec. Und jetzt ein paar Wochen, ein paar Tage später eben werden diese Positionen glattgestellt und diese Calls wieder verkauft. Wir schauen noch ganz kurz auf die wichtigsten Termine. Da haben wir heute Abend noch das sogenannte Beige Book der amerikanischen Notenbank und einige Indexänderungen an der deutschen Börse. Und morgen haben wir dann den Auftragseingang der deutschen Industrie. Wir haben den Arbeitsmarktbericht, zunächst den privaten, der ADP der Amerikaner und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und Zahlen gibt es auch noch, und zwar von Vonovia aus dem DAX.